Was ist halb, na, halb, so H-A-L-B, halbbare, H-A-L-B-B-A-R-E, halbbare Zahlung. Nicht haltbare, sondern halbbare. Ja, halb bar und halb nicht, das ist gemeint. Was ist halbbare Zahlung? Nun, halbbare Zahlung bedeutet, dass der eine berührt Bargeld und der andere berührt kein Bargeld. Deswegen halb. Ja, nicht komplett, sondern halb. Das heißt, nur einer der beiden Geschäftspartner berührt Bargeld. Jetzt ist die Frage, wie geht das? Was sind die Formen? Ja, also halb, schreib es nochmal richtig, halbbare Zahlung. Formen. Die Formen sind einmal die Nachname. Nachname bedeutet, ich werde es aber in einem nächsten Video noch genauer erklären. Nachname bedeutet zum Beispiel, der Paketbote kommt und sagt, ich habe ein Paket, Nachname 100 Euro. Dann nimmt der Empfänger 100 Euro, gibt sie dem Paketboten und bekommt das Paket. Und dann wird das Ganze bei der Post oder beim Paketzusteller verarbeitet und der Sender des Paketes erhält eine Buchgeldzuschrift. Eine Buchgeldzuschrift. Ja, also nur der Empfänger des Paketes hat das Bargeld berührt. Der Sender des Paketes, der gleichzeitig der Zahlungsempfänger ist, bekommt das Geld als Buchgeld. Das ist die Nachname. Dann der Zahlschein. Auch das haben wir in einem anderen Video schon beleuchtet. Zahlschein bedeutet, ist eine Einzahlung zugunsten Dritter. Eine Einzahlung zugunsten Dritter. Sie schulden, ich hatte im letzten Video ein Beispiel, Sie schulden dem Handwerker 80 Euro und Sie haben die 80 Euro, gehen zur Bank und sagen, ich möchte das auf das Konto des Handwerkers einzahlen. Dann brauchen Sie einen Zahlschein. Sie zahlen eine horrende Gebühr hier. Und der Handwerker empfängt das Geld als Buchgeld. Sie nehmen es als Bargeld in die Hand plus Gebühren und der Empfänger, der Handwerker, bekommt es als Buchgeld, also auch halb bar. Und das dritte ist der Barscheck. Der Barscheck, auch sehr, sehr selten geworden, bedeutet, jemand stellt einen Scheck aus, das ist der das Geld nicht berührt und der andere, der Zahlungsempfänger in dem Fall, lässt sich das Geld bar auszahlen. Der geht mit dem Barscheck zur Bank und bekommt das Geld bar ausgezahlt. Ja, in dem Fall ist es der Zahlungsempfänger, der die Hälfte bildet hier, die das Geld bar empfängt. Bei diesen beiden hier ist es der Zahlungspflichtige. Zahlungspflichtige, der das Bargeld berührt. Und beim Barscheck ist es der Zahlungsempfänger, der das Bargeld berührt. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.